Hallo meine lieben Mystery-Freunde, willkommen bei einem neuen Beitrag. Das Thema, was wir heute anschneiden werden, es geht wieder um die Präastronautik, fremde Rassen. Diesmal geht es um die sogenannten Nordics. Zu Gast heute natürlich auch in unserer Runde ist einmal die Ellie. Ja, hallo und schönen guten Abend. Und natürlich einmal der Captain Unbrauchbar. Guten Abend. Ja, wie gesagt, es geht heute mehr um die Nordics. Letztens hatten wir ja das Thema die Greys angesprochen. Und diesmal wollen wir ein bisschen auf die Nordics eingehen. Das sind ja die sogenannten Alienrassen, die großen Blonden mit blauäugigen Augen. Und es ist eine Fraktion, die eher einem bisschen positiv entgegenkommt, was man von den Greys natürlich das Gegenteil beweisen kann, dass die Greys eher eine negative Fraktion sind und die Nordics eigentlich mehr im positiven Sinne zu agieren. Und ich würde mal sagen, wie kamen die Nordics damals eigentlich zustande? Welche Charaktere gibt es einmal? Wir haben ein bisschen nachrecherchiert und geschaut, welche Zusammenhänge es in dieser Form eigentlich gibt. In der alten Präastronautik, also sage ich aus den alten Schriften, gehen ja auch hervor, wenn man das ein bisschen einliest, in babylonischen Schriften, in den sumerischen Schriften, da sieht man ja auch, dass es da auch zwei Arten oder mehrere Arten gab, die eine positiv waren und die eine negativ waren. Und in der positiven Energieform, die man daraus erkennen konnten, hießen diese Fremden natürlich auch die Nordics, wurden auch als groß bezeichnet. Vielleicht ist es auch eine Abstammung der sogenannten Nephilims, also eine Mischung zwischen Engelwesen und Mensch, die dann auch, durch die Nephilims kamen ja dann auch die sogenannten Riesen hervor. Ist das richtig, Ellie? Ich glaube, da haben wir auch ein bisschen so einen Zusammenhang, weil auch in den alten Geschichten, und wenn man auch ein bisschen die alten Bibelfersen liest, dann ist ja da auch die Rede von großen Geschöpfen, also von Riesen. Ja, was ich jetzt so aus der Bibel weiß, ist ja nur, dass dieser Kampf David gegen Goliath, wie der jetzt ausgesehen hat, weiß ich nicht. Aber im Großen und Ganzen gebe ich dir da recht. Also es wird ja überliefert, dass die halt groß sind, blonde Haare haben, so blaugrüne Augen in den meisten Fällen. Und ja, die sehen halt so aus, dass sie sich in unserer Welt halt relativ unbemerkt bewegen können, weil sie halt dem Menschen am ähnlichsten so sind, ne? Vom äußeren Erscheinungsbild halt, ne? Ja, also sie haben, also wenn man von diesen Beschreibungen der Riesen spricht, haben sie schon Ähnlichkeiten mit den Nordics. Sind der Unterschied, dass sie groß sind, auch blonde und blauäugig sind in diesem Sinne. Und davor haben wir immer wieder gesprochen, dass es da immer wieder, sag mal, Experimenten gab und dass hauptsächlich auch die Greys dazu verantwortlich sind. Das würde jetzt wiederum zeigen, dass auch die Nordic in diesen, sag ich mal, in dieser Evolutionsgeschichte infalliert sind. Also, dass die auch dazu beitragen, Menschen genetisch zu verändern oder versuchen, neue Kreaturen zu erschaffen, oder, Captain? Ja, durchaus. Es gibt ja auch einige Leute, die berichten, dass sie von Greys, also zumindest von Aliens, entführt wurden und dann hauptsächlich auf diesem Schiff diese kleinen Grauen rumrannten, aber dann eben auch ein oder zwei von diesen großen Blonden, von diesen sogenannten Nordics. Also kann man jetzt irgendwie, würde ich jetzt auch davon ausgehen, dass die dann schon miteinander zu tun haben, auf irgendeine Weise. Also was ich jetzt gelesen habe, war eigentlich, dass diese Nordics sich mehr oder weniger zurückhalten, also eine etwas unscheinbarer auftreten, wenn überhaupt, und dass die nur sehr selten Menschen entführen, und wenn, dann kommen diese Menschen nur mit Friede, Freude, Eierkuchenbotschaften zurück. Und die machen, sind eigentlich mehr so Beobachter in der Hauptsache. Ja, das denke ich mir eben auch. Dass ihre, sage ich mal, Fortbewegungsmittel, ich will jetzt das Wort UFO nicht unbedingt in den Mund nehmen. Das heißt UAP. UAP, dass die eben auch entweder rund oder eben auch zigarrenförmig sein können. Aber in der Hauptsache sollen sie halt auch, wie gesagt, nur beobachtend wirken. Die Entführungen, die es da gegeben hat, die sind eher rar gesät. Und wie gesagt, das ist halt mehr die Überbringung
überbringen halt positive Botschaften an die Menschen. Also ich habe mich da auch ein bisschen eingelesen, auch mit den Nordics oder so, die sind eher mehr so, sagen wir mal, die fromme Gesellschaft, die eigentlich gut gesinnt sind, ne? Die eigentlich mehr beobachten, als dass sie handeln. Ne? Ja. Man hört ja Entführungsopfer, grundsätzlich sind da immer wieder die Greys dazu verantwortlich, Menschen zu entführen. Mhm. Und die Nordics selber haben auch versucht, die Weltgeschichte in eine positive Richtung zu lenken. Das heißt eigentlich auch, vielleicht kann man die Nordics auch als Boten bezeichnen. Kann das sogar sein, so dass das, weil viele Geschichten auch von irgendwelchen Erscheinungen sprechen, die plötzlich auftauchen, etwas Positives übermitteln oder so, könnten da die Nordics vielleicht sogar auch der Grund dafür sein? Das denke ich durchaus. Da sprichst du was Gutes an, weil meistens, wenn man solche Erscheinungen hat, so eine Engelserscheinung, in Anführungsstrichen, dann werden die halt eben auch als hellhäutig und blond beschrieben. Also ich höre eher selten, dass da so ein dunkelhäutiger, dunkelhaariger Engel auftaucht. Kommt eher selten vor. Und ich denke auch durchaus, dass die Nordics da jetzt zum Beispiel irgendeine Technologie verwenden könnten, um jetzt auf diese Art und Weise mit Menschen Kontakt aufzunehmen. Dann gehören wir Mensch, eher auf die Seite der Nordics, weil die Nordics, sie sind sehr besorgt um uns erscheinen uns immer wieder in dieser Art, weil da ist ja nicht, also wie du jetzt das anschneidest, Captain, wird ja auch gesprochen von Engel. Also Engel sind Engel und wir Menschen haben eine Seele. Also es unterscheidet sich von irgendetwas, ne, zwischen Engel und Seele, also Seelenmenschen. Ne? Also kann das sogar sein, dass wir irgendwas bekommen haben, was in uns ist, was als sag ich mal, den Urgeist zu betrachten sozusagen. Also wenn wir ableben, dann leben wir eigentlich weiter, weil wir eine pure Energie haben. Kann das sein, dass vielleicht auch hier, dass wir eine Kreuzung sind von verschiedenen Rassen oder Kreaturen, von hauptsächlich eine Kreuzung zwischen den Nordics? Also ich denke mal, dass man vielleicht da in der Hinsicht auf, man sagt ja salopp so, es gibt ja ein Bauchgefühl. Ja. Es gibt ein Bauchgefühl, was einem sagt, das ist positiv oder das ist negativ, was ich jetzt mache, oder dass man sich vielleicht für eine Sache entscheidet. Und diese Nordics sollen ja auch dazu in der Lage sein, mit den Menschen telepathisch zu kommunizieren und das in der Hauptsache in ihren Träumen. Mhm. Und ansonsten eben auch sogenannte Psi- oder Psi-Kräfte haben, ne? Also sie wirken schon irgendwie also mentalisch aus, ne? Also da steht auch, dass die durchaus auch mentale Kräfte haben. Das würde natürlich heißen, die könnten auch Wunderheilungen vollbringen oder sozusagen. Also sie haben wirklich, sie unterscheiden sich schon ein wenig von den Menschen, aber haben Ähnlichkeiten von der äußerlichen Aussehen, ne? Dass wir also bezüglich blond, blauäugig, was man heute auch als arisch in Betracht beziehen könnte, denn es gab ja viele schon, Kulturen, die danach geforscht haben, um eben diese Kultur ausfindig zu machen, weil wir vielleicht doch eine Abstammung von dieser Art sind. Ja, da sprichst du gerade was an, und zwar, ich komme jetzt mal mit einer ganz unkonventionellen Theorie oder Hypothese. Was wäre denn, wenn die Nordics Brüder der Menschen sind, also ein Zweig der Menschheit, der sich ja noch da draußen irgendwo befindet, kann ja durchaus sein. Also es muss ja nicht sein, dass die Menschen wirklich nur auf dieser Erde hier existieren. Ich halte es auch durchaus für möglich, dass in ferner Vergangenheit ein Teil der Menschheit, es soll ja angeblich schon Hochkulturen sehr viel früher gegeben haben, dass sich ein paar davon halt da rausbegeben haben und da heute immer noch leben. Und zum Beispiel dann heute sowas wie die Nordics darstellen. Das sind wir sozusagen Kolonisten, die Erde besiedelt haben. Ja. Und vielleicht dadurch auch... Ob das jetzt nur ist, ob die Erde eine Kolonie ist oder ob die Erde der Ursprung ist, das sollte man dann vielleicht irgendwann mal klären können. Aber im Moment würde ich jetzt davon ausgehen, also entweder ist die Erde eine Kolonie,
die halt aus irgendeinem Grund vergessen hat, wo sie herkommt, oder die Erde ist der Ursprung. Ja, weil es ist ja auch der Ursprung, von dem her wird ja auch von Atlantis gesprochen, und das sind die Atlanta eigentlich, und die waren ja auch als sehr groß, blond, blondäugig bekannt und sehr weiterentwickelt, und auch die Kultur und ihr Wissen hat sich auch weiterentwickelt gehabt. Die müssen haben durch die Erzählungen und durch die Geschichten, die man weiß, haben sich die Atlanta, ja, waren die Atlanta sozusagen schon hochtechnologisch entwickelt in diesem Sinne, bis Atlantis dann unterging. Ja? Und das hat sich ja alles in einer Zeit abgespielt, bevor wir gekommen sind. Vielleicht sind wir ja durchaus eine Art Kolonie, wurden vielleicht auch ein bisschen verändert auf diesem Planeten, damit wir eigentlich auch richtig existieren können, also leben können und umgehen können mit der Atmosphäre, die wir jetzt haben. Ne? Das kann vielleicht sein, dass dieser eine Planet ein bisschen eine ganz andere Atmosphäre hat. Ne? Ja, zumal, man muss auch betrachten, wir sind so ziemlich die einzige Spezies auf diesem Planeten, die wirklich aufrecht geht, also auf zwei Beinen dauerhaft. Mhm. Und das halte ich schon für einen Punkt, der darauf hinweist, dass das ungewöhnlich ist auf diesem Planeten. Bis auf die Yeti-Sichtungen, ne? Ab und zu mal. Ja. Die ganzen Behaarten, ne? Die Chewbacca, ja, ne? Genau. Also so ein Yeti, das halte ich eher so für einen unrasierten YouTuber, der... unrasierter YouTuber, ja, man weiß, ne? Das kann man bei nicht mehr sehen. Möglich ist grundsätzlich alles. Yeti.com, ja, vielleicht gibt es vielleicht sogar die Seite. Ne? Ja, kommen wir weiter. Ja, es wird ja hauptsächlich in den späteren Zeiten, also es gab dann auch die Zeit, wie in den Roswell-Vorfall 1947, ist ja dort auch ein Raumschiff der Grace abgestürzt. Es wurde ja zuerst belegt und dann widerlegt. Es war dann doch ein Wetterballon. Später kam dann irgendwie auch durch irgendwelche Insider, wurde dann auch bekannt, dass Eisenhower dann plötzlich auch Kontakt mit einer Alien-Fraktion hat, also auch mit mehreren Alien-Fraktionen, unter anderem auch mit den Nordics, ne, erlebt. Ja, also laut meiner Recherche war es wohl so, dass Eisenhower mit beiden Kontakt hatte, aber mit diesen Nordics wohl nicht zu irgendeinem Konsens gekommen ist. Und danach eben mit den Grays Kontakt hatte und daraus eben diese Sache entstanden ist, die Grays dürfen Menschen entführen, auch ungefragt, um sie zu untersuchen oder mit Experimente vorzuführen. Auf der anderen Seite bekommen die Menschen dadurch aber IT-Technologie. Ne? Mhm. So, so eine Art Handel oder Deal abgeschlossen worden ist. Und das darauf soll er sich wohl eingelassen haben. Aber gut, das ist das, was man liest. Ob das stimmt, das weiß man nicht. Ja, ist natürlich eine andere Frage. Man weiß natürlich auch, dass die Nordics auch dafür vorgewarnt haben, dass die Grace eine sehr negative Alien-Fraktion ist, die eigentlich nichts Gutes war. Ich habe auch gelesen, dass die Grace natürlich auch sich nicht an den Handlungen, also an den Verträgen gehalten haben und auch die Verträge gebrochen haben. Ja, man weiß ja auch wirklich nicht, ob das, was die dann, wenn sie etwas an Technologie uns gegeben haben, ob das tatsächlich das Nonplusultra war oder war das nur ein kleiner Teil davon. Ne? Das kann ja durchaus sein, denn was man nicht weiß, macht einen ja nicht heiß. Ja, die haben sich gedacht, geben wir denen einfach mal den Abfall, den wir eigentlich beseitigen in dem Sinn, ja. und die Menschheit ergünstigt sich davon. Falls das so sein sollte, werden sie uns nicht das Neueste geben. Ja, das denke ich auch. Ja, jetzt mal nochmal auf die Nordics zurückzukommen. Ist dann da auch bekannt, was die denn da für ein Anliegen hatten? Also sie waren eher darauf ausgesonnen, den Menschen positive Energie, Positives zu geben. Die Nordics waren jetzt nicht bereit, irgendwelche Technologien von ihnen zu geben, sondern den Menschen auf eine positive Richtung zu führen. Das heißt also eher das, was wir heute kennen, wenn wir heute mit jedem gut auskommen oder so, also nicht keine Kriege zu führen. Die Nordics sind eher auf der Meinung, die ganzen schlechten Dinge, die auf der Erde passieren, wie Kriege zum Beispiel, dass das einfach abgeschafft werden sollte, damit sich der Mensch weiterentwickeln kann. Und wenn er dann eine bestimmte Ebene haben sollte oder erreicht haben sollte,
dann würden die Nordics bereit sein, auch die Technologien der Menschen zu übergeben. Und ich denke mal, Eisenhower ist auf diese Konfrontation nicht eingegangen und wollte gleich alles, weil die Grays das direkt versprochen haben. Ich denke mal auch, dass die Grauen das gewusst haben, dass auch Eisenhower Kontakt mit diesen Nordics hatten. Und die Grays ihnen dann gleich versprochen haben, wir geben euch die Technologie, wenn wir das und das dürfen. Weil die Grays eher sind mehr daran interessiert, Menschen zu entführen, neue, sag ich mal, Experimente durchzuführen. Man weiß natürlich auch als Leiter, ob das jetzt wirklich so ist oder auch so ist, das sei jetzt erstmal im Raum gestellt, versuchen die natürlich auch wiederum eine neue Rasse zu erschaffen. Und deswegen entführen sie Menschen, um diese auch dann wiederum genetisch zu verändern. Vielleicht, wie schon im letzten Beitrag angesprochen, kann durchaus sein, dass sich die Welt oder unser Planet irgendwann im Laufe der Zeit wieder verändert, dass die dann einfach da genetisch wieder verändert werden, damit wir auch leben können auf diesem Planeten. Ich kann die Entscheidung von, wer war das, Eisenhower, kann ich zum gewissen Punkt nachvollziehen. Jetzt so schlagartig aufzuhören mit allen kriegerischen Handlungen ist nicht so einfach. Man muss auch die Situation bedenken, in der sich die Menschheit damals befand, zu Zeiten von Eisenhower. Wenn sich denn jetzt ein amerikanischer Präsident hinstellt und sagt, ja, wir stellen jetzt alle Kampfhandlungen ein, dann denken alle, oh, weia, der ist irre. Ja, ja, ja. Das ist halt nicht einfach. Und ich kann schon verstehen, dass er dann gesagt hat, nö, dann will ich doch lieber die andere Fraktion. Da kann ich eventuell beides haben. Das war ja damals die Zeit auch des Kalten Krieges, ne? Mit Russland, Amerika. Und die Amerikaner haben sich gedacht, wenn wir jetzt an Technologie kommen, was die Russen jetzt nicht haben, das sind ein Vorteil. Ja. Ja, wer ist mit seiner Technologie, gerade wenn es um Kriege geht, auf dem Vormarsch, wer hat da die besseren Mittel und so weiter und so fort. Aber auf der anderen Seite kann ich es eigentlich Eisenhowers Entscheidung, wenn er denn entschieden hat, wirklich so nicht verstehen, weil ich weiß es nicht, warum ist Frieden was Schlechtes? Also ich weiß es nicht. Nein, ist es ja nicht. Es war nur damals zu dem Zeitpunkt nicht möglich. Das ist ja vielleicht, ja. Du musst halt auch denken, Eisenhower, die waren alle immer 10 Minuten vor einem Atomschlag entfernt damals. Ja, wie in der Zeit Gerald Kennedy, ne? Und wenn jetzt Eisenhower sich hinstellt in dieser politischen Situation und sagt, okay, wir stellen jetzt alle aggressiven Handlungen ein, ziehen uns komplett zurück, dann hätte die Gegenseite wahrscheinlich so reagiert, wie es erwartet worden wäre und hätte gesagt, gut, dann schlagen wir jetzt zu. Vielleicht, man weiß es nicht. Deswegen war ja dieser Kalte Krieg da. Also da hat der eine gegen den anderen, damit der andere nicht konnte. Ja. Dann müssen ja quasi schon alle Menschen auf einen Schlag so zu der Erkenntnis kommen, dass Frieden gut ist, in dem Moment. Das funktioniert nicht. Also nicht, wenn sich einer hinstellt und sagt, ihr müsst jetzt alle friedlich und lieb sein. Ja, das war dann auch vielleicht auch die Richtung, warum die Nordics da diese Verhandlungsphase eingegangen sind, genau. Um versuchen, nicht nur die eine Seite, sondern die ganze Seite in einen friedlichen Atmosphäre zu binden. Nur Eisenhower war damals nicht bereit für so etwas, weil er wusste, wenn ich jetzt klein beigebe und das alles untergrabe, dann habe ich ein Problem mit der anderen Macht, ne? Wie du das genau angeschnitten hast, ne? In diesem Sinne. Ne? Und ich denke was ich mir auch vorstellen könnte, da in den 60er Jahren, da diese Hippie-Bewegung, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das vielleicht ein kleiner Versuch war. Du meinst diese Flower-Power-Bewegung? Ja, genau. Ja. Mhm. Dass sich diese Nordics auch unter den Menschen mal ein bisschen gemischt haben. Ne? Ja. Man hat auch gefragt, wie würde man diese Nordics erkennen? Ne? Also sie haben ja äußerlich sollen sie ja aussehen wie die meisten aus den skandinavischen Ländern. Ne? Ja. Blond, blauäugig. Ja, werden aber auch manchmal als bleich beschrieben, glaube ich, als hellhäutig, glaube ich auch, oder? Aber anscheinend gibt es auch wieder. Aber es soll auch kleine davon geben. Also ja, verschiedene Rassen, oder? Ja, es gibt halt so teilweise, glaube ich, was habe ich gelesen, 2 Meter noch was. Und dann halt auch welche, die sind so normal groß wie wir.
Und dann gibt's halt auch diese Blonden, die man so im Allgemeinen kennt. Dann gibt's auch noch die wirklich Blassen, die fast weiße Haare haben, die fast wie Albinos aussehen. Also, ja, da müsste man sich auch mal näher beschäftigen, was jetzt da die Unterschiede im Einzelnen sind, ne? Aber wir sind Naja, auf jeden Fall im Großen und Ganzen sind sie unauffällig, dass man sagt, okay, hat man irgendwo schon mal gesehen, ist menschlicher Natur und deswegen können die sich auch wahrscheinlich auch relativ frei und unbehelligt hier bewegen, ne? Also wir wissen jetzt definitiv, dass die Nordics eher die gute Fraktion sind und die Greys die schlechteren. Also man weiß, dass es da zwischen diesen verschiedenen Alienrassen auch irgendwelche Konfrontationen gibt zwischen den. Also das hört sich eher so an wie ein Machtspiel. Die Greys wollen was erreichen und auch die Nordics. Ne? Ja, Die Nordics auf die positiven und die Greys halt auf der negativen Seite. Ne? wenn wir einen Kalten Krieg hatten, warum nicht die auch? Ja, in dem Sinn. Ja, meine lieben Freunde, was haltet ihr davon? Schreibt das gerne auch mal in die Kommentare, wie ihr darüber denkt. Wie gesagt, es gibt keine Beweise, dass sowas wirklich existiert, aber es wird ja immer wieder angesprochen. Und ich denke immer, dass ein Teil der Wahrheit immer vorhanden ist, auch in diesen Geschichten selbst. Ne? Wenn man das liest, man sich immer wieder ein. Es gibt auch irgendwelche Insider-Informationen von überall her, die da sagen, ja, wir haben Kontakt gehabt mit den Nordics. Die Nordics haben ja anscheinend auch versucht, im Vatikan bis jetzt den Einfluss zu erreichen, wo aber der Vatikan dann auch abgelehnt hat oder so, aber da die Nordics mehr auf der, sag ich mal, auf unserer christlichen Seite stehen, dass die auch, habe ich auch gelesen, dass die auch an Jesus glauben sollten. Ist dann wiederum so wieder eine Glaubensfrage. Ach, echt, ja? Ja, es gibt auch, habe ich auch irgendwie rausgelesen gehabt. Also man muss, ich sage immer so, die Einzelteile herauspicken. Ich bin der Vermutung, dass es dann damals, also vor 60 oder noch länger, 60 Millionen Jahren, sicher verschiedene Arten gab, die einst hier waren. Vielleicht. Da gehst du aber weit zurück, du Ja, 60 das ist schon ziemlich, ja. Ich denke mal, das ist schon, sag mal, das ist schon die Grenze der Dinosaurier in dieser Zeit, aber vielleicht auch noch viel früher, ne? Also es ist ja eine riesen Zeitspanne liegt dazwischen. Also wie gesagt, schreibt das gerne in die Kommentare, wie ihr darüber denkt. Und ja, würde mal sagen, sind wir am Schluss angekommen, oder? Oder habt ihr da noch was beizutragen, ihr beiden? Nö, eigentlich Nur, nicht. eigentlich nicht, ne? Ja, ich denke mal, wir haben das mal angesprochen. Nur im Allgemeinen, dass ich eigentlich dazu rate, das positive Denken zu fördern und sich auf der Seite zu bewegen. Genau, lieber positiv zu denken, Leute entgegenzukommen auf anderen Menschen, das ist sehr wichtig, weil ich denke, wer negative Energie ausstrahlt, wird auch Negatives erhalten und das ist nicht der Weg, den wir einschlagen wollen, sondern wir wollen wirklich miteinander irgendwie miteinander an einen Strang ziehen, sage ich mal, und es ist besser, mit jedem auszukommen, als dass man sich mit gegenseitig die Köpfe einschlägt. Ja, meine lieben Freunde, nicht vergessen, auch Quippus Paranormal Scanner zu besuchen und auch den Mythenmetzger. Und wenn ihr wollt, auch gerne den Beso. Und er würde sich natürlich auch um ein Abo freuen. Und ihr könnt mir gerne auch ein Abo dalassen. Würde mich auch sehr freuen. Und wenn ihr Das ist wollt. aber viel. Und dann auch noch die Mysterybanden.de Seite. Ja, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, meine lieben Freunde. Auf Wiedersehen, oder? Ja, auf Wiedersehen. Tschüss.